So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Black Flag und wir sind auf Abaco Island gelandet. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. So, Leguan schießen und ein Ocelot per Luftattentat. Okay. Ja gut, herstellen. Sie können Tiere jagen und heute um Tierprodukte zu sammeln. Diese Ressourcen ermöglichen neue Gegenstände und Upgrades für Edward herzustellen. Mit dem Anlauger können Sie Tiere leicht entdecken. Sie erreichen das Herstellungsmenü über das Pausenmenü. Eigentlich wollte ich auf den Baum, aber gut. Dann kann ich da nicht hoch? So, da ist irgendwas. Zu weit wahrscheinlich, oder? Ja. Und vor allem noch einmal eine Schatzkarte. Die wir uns mal sammeln. Fortunas Segen. Ein weiteres Geheimnis, das ist da oben. Okay. An dem Felsen. Wahrscheinlich. Aber es ist jetzt nicht unser Thema. Es wird wahrscheinlich da irgendwo sein, in dem Felsen. Ich hoffe, ich kann es jetzt holen. So, wir halten mal das Vieh. So, erledigt. So. Jetzt brauchen wir noch zwei Ocelots. Aber die sollen per da ist irgendwas. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hochkomme überhaupt auf den Baum. Und zwar hier. Synchronisieren wir das ganze Ding mal. Dass wir auch später immer mal wieder zurückkehren. Kleine Miezekatze tot. So, optional haben wir die Ziele erreicht. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren. Aber holst du jetzt erstmal diese Kiste hier. Immer. Der ist jetzt erstmal weg, ist egal. Abaco Island hat eh nicht so viel. Da oben, okay. So, ich hoffe, dass ich die jetzt einfach mal kriege. Scheiße. Ich hab daneben gezielt. Würde ich sagen. Ah, bist du mal da?
Jetzt. Erledigt. So, die optionalen Dinge haben wir hergestellt, gemacht. Jetzt brauche ich ein Gesundheitsupgrade und was haben wir gesagt? Ein Holster. Pistolenholster. Ja. Yeah. Haben wir. Und ein noch ein Gesundheitsupgrade. Und damit haben wir auch tatsächlich alle Ziele erreicht. Neues Missionsziel, Adevalet treffen. Machen wir noch. Ich möchte aber erstmal gerne diese Insel ein bisschen erkunden und mir gerne hier die letzten Geheimnisse sichern. Hier ist eine Flaschenpost, ein Brief. Aber jetzt werden wir erstmal hier so ein bisschen. Gucken wir uns erstmal ein bisschen. Wenn ich schon mal hier bin, dann darf ich auch ein bisschen was umgucken. So, Animus-Fragment gesichert. Was ist das hier? Also ich jetzt zurückhalten. Okay, das ist sehr unwichtig gerade. Ja, auch da, auch da. Was haben wir hier? Ocelot, egal. Weiteres Animus-Fragment. Wie gesagt, wenn ich schon mal die Dinge hier... Wenn ich hier bin, möchte ich gerne bestimmte Sachen auch mitnehmen. Das ist das gleiche Spiel wie in Havanna. Warte mal, komm ich nicht hoch? So, wo ist denn das Animus-Fragment? Ja. Nächste. Ist da. Haben wir sowieso keine, ne? Also den Brief hätte ich mir noch holen auf jeden Fall. Was ist das überhaupt? Datenbankeintrag sammeln, okay. Naja, wie gesagt, viel ist es nicht. Aber zumindest etwas. Und los geht's. Wir sammeln heute weitere Sachen. Wie wir das in Hammer auch gemacht haben. Sind eh noch was länger hier. Bitte. Sag mal, willst du da nicht hochgehen? Ach, das ist da an dem Baum, oder was? Ich will nicht hoch. Wieso komme ich da nicht hoch? Ich kann da gar nicht hochklettern, oder was? Ich kann schon da hoch. Mal, wo ist denn das Ding jetzt überhaupt da? An dem Baum. Ah, wie bin ich denn da? Wo ist doch da, wie wirklich kann sein, da hochzukommen, oder nicht? Da hoch. Das ist der Baum auf jeden Fall. Ja, ja, sag ja, es ist so ein gegabelter Baum. Was ja meist der Fall ist, aber wie komme ich da? Wie komme ich da hoch? Komme ich da richtig dran? Doch, warte mal. Natürlich. Und
Zweifel immer mit Hilfsmitteln. Ist auch geschafft. Und da, wenn da ein Fragment ist, dann ist das irgendwo zu sehen. So, gut, dann haben wir das auch. Dann holen wir uns jetzt den Brief und dann haben wir hier zumindest mal alles durch. Bevor wir dann... Geh mal weg da. Wo ist denn der Brief? Hä? Wo ist der Brief? Da. Nummer 11. Peter Beckford, der Ältere. Oh Gott. Na gut, es ist alt geschrieben. Also wer jetzt Bock hat, das zu lesen, ich werde es euch ein bisschen langsamer machen, der muss das Video einfach anhalten. Das werde ich jetzt nicht euch vorlesen. Das ist zu viel. Vor allem ist es lustig geschrieben. So, Manuskripte ohne Ende. So, dann haben wir das auch. Shanties, alles in der Datenbank, die ganzen Shanties, die wir ja eigentlich schon mittlerweile gesammelt haben. Menschen, Betrunkene, Cameron Scott. So, Tänzerin natürlich. Also wir können ja, müssen ja alles quasi mehr oder weniger einmal auf den Kampf. Ist schon okay, alles ist gut. So, dann haben wir Abaco Island durchweg erkundet. So, dann hüpfen wir mal kurz zu unserem Schiff zurück. Weil wir sind fertig hier. Wir haben alle Aufgaben erledigt. So, was haben wir denn als nächstes? Achso, Zielort. Wir müssen noch was machen. So, wir treffen uns mit Adevalet. Ahoi, Captain. Gefunden, was du brauchst? Zwischen Brauchen und Wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Fassort, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Richten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. So, Mission beendet. Der ungeübte Captain haben wir geschafft. Gut. Ich mache hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie immer. Und dann schauen wir mal, was es wieder da erwartet.